Man muss quasi Deckel und Topf hier drinnen platzieren, dann kann man nämlich auf beiden Seiten Fleisch wunderbar anbraten. Moin, ihr Sizzler, und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe euch zwei Dinge rausgekramt. Zum einen einen Gasgrill, zum anderen einen Dutch Oven. Und heute gibt es ein Brauhaus-Gulasch aus dem besagten Dutch Oven. Let's go! Vielen ist vielleicht gar nicht bewusst, ich sag's euch jetzt aber knallhart ins Gesicht, wir bewegen uns auf den Herbst zu und das bedeutet, es wird wieder Dutch Oven Zeit. Herbst bedeutet auch Schnupfenzeit, das heißt, ich habe mir erstmal adäquaten schönen Schnupfen eingefangen, deswegen darf ich auch alleine heute hier performen. Und was soll ich sagen, mir wird oft nachgesagt, dass ich an der Audiospur rumfummeln würde, das stimmt natürlich gar nicht, das ist jetzt sozusagen die Schnupfenspur, die ihr jetzt hier hört. Und wir werden heute gemeinsam, wie ich gerade schon sagte, ein leckeres Brauhausgulasch zubereiten. Wichtig für mich an der Stelle ist, wenn ich ein Rezept mache, wo ich ein bisschen stibitze, dann sollte man auch immer sagen, woher das kommt. In dem Fall kommt das aus dem Buch der Sauerländer Barbecue. Und das nennt sich hier Brauhausgulasch. Und das ist ihr neues Buch Dutch Oven Rezepte. Das ist die zweite Auflage. Und wir haben vor kurzem mit Tim von der Sauerländer Barbecue haben wir vor kurzem einen Podcast aufgezeichnet. Die beiden sind mittlerweile Spiegel-Bestseller-Autoren. Das ganze Ding verkauft sich wie geschnitten Brot. Herzliche Grüße an der Stelle. Ich würde auch gerne mal eine Spalte davon abhaben. Aber der Punkt ist, bei dem Podcast haben wir sehr viel dazugelernt, kann ich euch wirklich nur empfehlen, den Nice Video Podcast einfach mal anzuhören, weil da hat Tim sehr, sehr viel auch über diese Gerichte erzählt. Und dieses Rezept hat mir sehr gut gefallen, da habe ich gesagt, komm, das machen wir heute mal im Video nach. Und ich würde sagen, wir gucken uns das mal so Step by Step an, denn ich habe eine kleine Herausforderung heute. Nicht, dass ich alleine bin, sondern dieser Gasgrill hier, der Evado Furnace, der ist normalerweise sehr kompakt und klein, hat richtig viel Schub. Und ich habe mir gesagt, ich will den mal an die Grenze bringen. Das heißt, ich habe jetzt hier so einen Einsatz drin, damit kann man die Grillfläche nach oben hin erweitern. Und da werde ich einen Dutch Oven einsetzen. Bei uns sind die Möglichkeiten, mit Kohle und Dutch Oven zu arbeiten, leider ein bisschen eingeschränkter. Werden wir natürlich auch wieder machen, aber heute habe ich gesagt, komm, wir nehmen den Gasgrill, das ist ein bisschen greifbarer. Ich sage euch aber, wie viel Kohlen ihr nutzen müsst, wenn ihr es mit Kohlen machen müsst. Ich habe hier einen Dutch Oven aufgebaut. Ganz normales Modell. Was ich sehr cool finde, ist, der hat halt einen Deckel mit so Standfüßen dran. Und wenn ich das jetzt so hinstelle, dann sieht man das. Das ist im Prinzip wie so eine Pfanne, ja. Und wir müssen gleich im ersten Step Fleisch anbraten. Und das wird einmal hier drin passieren, einmal hier drin passieren. Denn ich habe mir gesagt, Fuchs muss es sein, nicht nur einen roten Schwanz haben. Man muss quasi Deckel und Topf hier drinnen platzieren. Dann kann man nämlich auf beiden Seiten Fleisch wunderbar anbraten. Hat möglichst viel, ja, ich sag mal, Zeit gespart und vor allen Dingen viel Fläche zum Anbraten. Ja, jetzt bekommt noch eine Frage vielleicht, welches Fleisch eignet sich für Gulasch? In dem Fall ist das natürlich hier Rindergulasch. Ihr geht zu einem Metzger des Vertrauens und sagt, ich hätte gerne Rindergulasch, dann bekommt ihr meistens sowas hier. Das sind Stücke aus der Schulter, irgendwo aus dem Bereich oder vielleicht noch hier oben im Nacken, Schulterbereich. Möglichst viel, ja, Sehnen dran, Fett dran. Oder was auch sehr, sehr gut funktioniert, ist die Rinderwade. Ihr kennt vielleicht den Beefhammer, der kursiert ja auch auf YouTube, wir haben ihn auch schon mal verfilmt. Und da handelt es sich um eine Rinderwade und dieses Fleisch von der Rinderwade ist hervorragend zum Schmoren. Habe ich heute leider nicht bekommen, aber Carsten hat mir trotzdem mal schön zusammengeschnittelt und daraus werden wir jetzt gleich Rindergulasch machen. Das heißt, Step Nummer 1 ist Butterschmalz in meine Pfannen und in meine Töpfe, alles was ich da habe, und dann das Fleisch Volldampf einmal anbraten. Mein Fleisch ist fertig angebraten, man sieht das hier wunderbar und ihr seht auch, in dieser Schale war gar kein Fehler, denn ich habe noch extrem viel Flüssigkeit. Nicht nur Flüssigkeit, sondern auch alles, was so beim Anbraten anfällt, ist noch in meinem Topf geblieben. Der steht hier auf der Seite, da schmuggelt es gerade noch ein bisschen vor sich hin. Ich habe mittlerweile den mittleren Brenner ausgemacht, das heißt, mein Topf wandert gleich in die Mitte. Die Resthitze wird ausreichen, denn ich werde jetzt Paprika und Zwiebeln anbraten. In dem Fall sind es zwei rote Paprika, zwei rote Zwiebeln, kann man sich ganz einfach merken. Dann habe ich hier noch ein bisschen Knoblauch in Scheiben geschnitten. Die ganzen Sachen werden gleich, sag ich mal, leicht glasig angebraten. Dann kommt das der Knoblauch mit dazu und dann wird abgelöscht. In dem Fall mit Brühe. Müsst ihr gucken, worauf ihr Bock habt. Viele schwören auf Geflügelbrühe. Ihr könnt auch Rinderbrühe nehmen. Das sind jetzt so ungefähr 300 Milliliter. Ich habe ein bisschen mehr hier drin. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen auffüllen. Dann habe ich hier 500 ml Dunkelbier. Braucht man auch nicht unbedingt. Ihr müsst so ein bisschen einschätzen, wo die Konsistenz hingehen soll. Ich denke, wir werden so ungefähr 300 pro Flüssigkeit brauchen. Und ich habe hier noch ein bisschen Schmand, den brauche ich jetzt noch nicht. Der kommt erst später, zeige ich euch dann. Den versenke ich nochmal bei mir im Kühlschrank hier. Dann kann der noch ein bisschen da liegen bleiben. Und ein wenig Thymian. Thymian und Gewürze.
gebt ihr dazu, wenn das Ganze schmort. Das heißt, wenn die Flüssigkeit drin ist, kann der Thymian mit dazu. Könnt ihr getrockneten nehmen. Ich habe es frischen bei uns aus dem Beet genommen. Und ihr könnt gewürzen, wie ihr wollt. Ich habe jetzt noch Magic Smoke mit drin. Gebt ein bisschen mehr die rote Farbe, sage ich einfach mal. Aber auch ein bisschen mehr die Süße und ein leichtes Raucharoma mit rein. Finde ich ganz geil. Ansonsten reicht auch klassisch Pfeffer und Salz. Und das ist das Schöne beim Gulasch. Reinpacken in den Topf, fire and forget. Dann wird noch ein bisschen gewartet. Und das Wichtige ist der Schmand, aber dazu gleich mehr. Sorry, ich habe noch was vergessen. Und zwar die Temperaturen. Natürlich wollt ihr auch noch wissen. Wir brauchen jetzt 140 Grad. Ungefähr 2 Stunden wird das Ganze vor sich hinschmoren. Wenn ihr einen Dutch Oven und Kohle benutzt, braucht ihr insgesamt 14 Kohlen. 7 Kohlen oben, 7 Kohlen unten. Das ist jetzt ein 9er Dutch Oven, damit ihr eine ungefähr Größenordnung habt. Und vorhin beim Anbraten habt ihr einfach alle 7, die ihr da hattet, unter den Dutch Oven gelegt, volles Mett. Und jetzt könnt ihr sie oben, unten verteilen. Und dann, wie gesagt, 2 Stunden warten. Dann ist unser Gulasch gleich fertig. Let me be your king, yes I could be your captain. Live a life of dreams and live a life of fashion. I'ma lift you up before I throw you out. Cause you can live your life sitting down. I'm a king, I'm a boss. I'ma spend, let it cost. Let me live my life of bliss in the fast lane. I'ma be on top of the world, watch it happen. So ihr Lieben, das Gulasch ist fast fertig. Ich habe euch ja vorhin versprochen, dass wir noch mal ganz kurz mit dem Schmand sprechen. Jetzt gucken wir erstmal ganz kurz gemeinsam rein, wie das hier drin aussieht. Ich vermute lecker, weil es riecht auf jeden Fall so. Oh, ich liebe ja so Schmorgerichte, ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Schmorgerichte sind eigentlich immer lecker. Könnt ihr mir gerne auch von erzählen in den Kommentaren. Und jetzt habe ich hier Schmand. Und Schmand ist ja also automatisch auch nochmal Fett, was wir einbringen. Und davon werde ich jetzt so ja, die Hälfte ungefähr nochmal dazugeben. Und wenn ich das dazugegeben habe, rühren wir schön um, lassen nochmal 10 Minuten aufkochen und richten dann an. Dann haben wir so einen richtig kräftigen Gulaschgeschmack. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie das Ganze schmeckt. Ich muss die ganze Zeit schon drauf starren, weil Alex und ich hier ein paar Shots gemacht haben. Und es zerfällt schön auf den Löffel. Es sieht super cremig aus. Ich bin ein riesen Gulasch-Fan. Also ich hoffe, ihr seid auch Gulasch-Fans. Wenn dem so ist, immer einen Daumen da lassen und den Kanal abonnieren. Ich danke schon mal den Sauerländern für dieses tolle Rezept. Wahrscheinlich. Mal gucken, wenn es nicht schmeckt, sag ich das. Schmeckt mega geil. Wenn ihr euch gerade wundert, was das hier ist, warum hier auf einmal so komische Mucke läuft, das ist unser Twitch-Livestream. Jeden Mittwoch 18 Uhr grillen wir synchron live. Ihr seid herzlich eingeladen auf sizzlebrothers.tv und macht dieses Rezept nach. Es schmeckt wirklich super geil. Mach's gut.